Moin, denn ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Elden Ring hier bei unserem liebsten Gebiet der Gebiete, wo wir immer so gerne ein paar Runen farmen. Aber jetzt sind wir fertig, Leute. Jetzt haben wir es geschafft. Das heißt, wir machen uns endlich dran zu respecken. Das machen wir dann jetzt einmal. Gehen wir zurück zur Akademie. Und skillen dann jetzt mal oben. Dann könnt ihr nämlich gleich mal sehen, was hier geplant ist. Legen wir mal los. Ich hoffe, das klappt auch alles. Also. Guten Tag. Ah, now. Is it thy wish to yet again be born anew? Ja, lässt sich nicht vermeiden, ne? Wiedergeburt bitte. Eine Larventräne. Bear this sweeting into life anew. Okay. So, es geht los. Wir benötigen Kraft von 50. Machen wir mal eben. Also Kraft soll auf 50 hoch. Dann Geist auf 20. Oder soll ich da 20 reinhauen? Mal sehen. Ich mache erstmal, wir sehen ja gleich, was übrig bleibt. Es ist so lange her, dass ich mir das aufgeschrieben habe, ich weiß es schon gar nicht mehr. Kondition auf 25, es müsste halt genau aufgehen. Stärke auf 12, bleibt auf dem niedrigsten Wert. Geschick auf 18. Weisheit auf dem niedrigsten Wert. Glaube auf 25. Und Arkan auf 70. Wenn wir das schaffen. Müsste dann genau hinhauen. Ja, haut genau hin. Das wäre die Stats-Verteilung, die wir jetzt nehmen würden, weil wir halt komplett auf den Blutschaden gehen wollen. Also Blut wird das Ding sein. Bestätigen. Ja. Gut. Ich bin sehr gespannt. Verlassen. Dann müssen wir dafür bei der Ausrüstung auch einmal wieder unseren Goldskarabäus durch das Blutding ersetzen. Jubel des Blutes. Sehr schön. Dann muss ich jetzt mal schnallen, wie das mit der Blutkommunionskisterei da funktioniert. Das Schild werden wir vermutlich... Also man könnte nicht... Ich pack mal dieses Blutding da jetzt rein. Siegel der Drachenkommunion. Ein heiliges Siegel. Was macht man jetzt damit? Das ist nicht hier. Das wäre dann hier. Wo lerne ich denn überhaupt diese Drachenkommunions-Dinge? Wir haben nämlich Anrufungen, die wir benötigen. Wäre goldener Schwur. Flamme gibt mir Kraft. Wie auch immer man die dann wirkt. Und Anrufungen. Gehen wir da nochmal hin. Anrufungen, ist das die klassische Magie? Zauber lernen. Hier, Anrufungen. Zaubereien und Anrufungen. Okay, hier. Stärkende Anrufungen. Das ist, glaube ich, gut. Und da gibt es dann den goldenen Schwur. Erhöht Angriff und Verteidigung bei euch und euren Verbündeten. Das brauchen wir. In Verbindung mit Flamme gibt mir Kraft. Wie auch immer die aussieht. Mal sehen, ob ich die überhaupt habe. Ist auch stärkend. Terra Magica. Ich denke, es wird was Rotes sein. Flamme gibt mir Kraft. Flamme gibt mir Kraft. Erhöht die Angriffskraft der Affinität körperlich und Feuer. Die beiden in Kombination sollen wohl ordentlich reindrücken. Dann brauchen wir noch die Blutflammenklauen. Die haben wir, glaube ich, auch schon. Das sind diese Dinger hier. Die kann man mal benutzen, um Damage rauszuhauen. Und wir brauchen den Blutsegen, den haben wir auch schon, das ist das hier, das ist das, was den Bereich vor uns mit Blut verspraddert. Also da können wir quasi, du startest in den Kampf mit dieser Kombination aus goldener Schwur, Flamme gibt mir Kraft, holst dir am besten deinen Kollegen noch dazu, deinen Imitator, der dann erstmal ein bisschen den Gegner verballert. Und während dein Imitator den Gegner beschäftigt,
haust du mit dem Blutsegen einfach Blut auf die Gegend. Dadurch sind die Effekte, die wir dann haben von dem einen Talisman und später dann auch noch von Millicents Prothese getriggert. Und dann kommt natürlich unsere Blutwaffe zum Tragen, die halt auch nochmal richtig reinballert. Und dann läuft die Kiste. So sollte das funktionieren. Und dann brauchen wir noch Ixigs Verfall, was auch immer das ist. Ich weiß nicht, ob wir das schon haben. Ich vermute nicht. Ixigs Verfall, das ist einer der wichtigen Dinge. Die macht nämlich Aua. Magma. Das ist so eine Attacke, wo so ein komischer Drachenkopf Gift raussplattert, wenn ich mich noch recht entsinne. Die scheinen wir aber noch nicht zu haben. Da muss ich mal gucken, wo wir die bekommen. Die fehlt uns auf jeden Fall noch. So. Kann ich die Dinger jetzt benutzen? Ja. Warte mal. Wofür braucht man denn dann dieses Drachen... Das Drachending. Ist das vielleicht das Teil? Mit dem Blutsegen. Ich kann ihn jetzt aktuell noch nicht benutzen. Ich weiß aber noch nicht, wieso. Aber das werden wir noch rausfinden. Also nach und nach. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt erstmal auf zur Ritterfeste. Ich will gucken, ob ich dieses Drachenkommunionsding in irgendeiner Form pushen kann. Und dann müssen wir mal rausfinden, wo wir diese Drachendinger lernen. Das ging, glaube ich, bei irgendeiner der Kirchen. Und dann wird das langsam. Langsam nimmt das alles Formen an. Es wird natürlich jetzt erstmal ein bisschen dauern, bis sich das alles eingespielt hat, weil man jetzt im Kampf natürlich viel mehr Micromanagement machen muss. Where have you been hiding? So, guck mal, das kann man hier einfach verstärken und das braucht aber dunkle Schmiedesteine. Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und bei 8 hört es dann auf. Also wir brauchen die 8er. Auch hier. Da sind wir schon bei 9. Hier brauchen wir normale Schmiedesteine. Warum habe ich die eigentlich nicht? Müsste doch gehen. Ah ne, 7 haben wir glaube ich noch nicht zu kaufen, ne? Tilt könnten wir verbessern, müssen wir aber nicht. Und mein Blutwert ist schon komplett durchgeballert. Das ist auch durch. So. Dann haben wir das doch verlassen. Was wir dann jetzt noch tun können... Muss halt mal rausfinden, wie das jetzt funktioniert mit diesen... Wie man diese Blutsägen und so weiter, wie man das benutzt. Dafür würde ich vorschlagen, gehen wir mal nach Kalid. Hier ist nämlich nicht viel los. Nicht nach Kalid, nach Limegrave? Ich habe es die ganze Zeit immer falsch auf Limgrave. So, also ich habe immer Limegrave gesagt, das ist Limgrave. Ne, man darf halt nicht dumm sein, dann läuft das auch schon. Gehen wir nach Limgrave, dann kann ich da jetzt erstmal gerade kurz ein bisschen diese Sachen ausprobieren, die wir da gerade neu bekommen haben. Um zu checken, wie das funktioniert. Mit so ein paar Dödelgegner, die mir nicht viel Schaden machen, wie er hier. Mal sehen. Also auch hier, ich kann das jetzt aktuell nicht raushauen. Jetzt kann ich aber. Ach, guck mal. Und wie geht das dann? So? Ah, okay, guck mal da. Da haben wir es. Ah, alles klar. Jetzt verstehe ich es. Dafür muss ich nämlich dieses Blutflammending draußen haben. Okay, alles klar. Okidoki. Und dann macht man den hier. Deswegen, das würde ich sogar so lassen, weil dann kann man hier ganz schnell switchen. Zack, zaubern, zack, zurück zur Waffe. Ehre. Okay, und da haben wir den und den. Also, die brauchst du für normale Gegner nicht, aber wenn ein Bosskampf kommt, den, dann den in Kombination und dann gib ihm. Alles klar. Das war jetzt ja doch schneller als gedacht. Was wir dann nochmal machen können, ist unser Getränk noch eben pushen. Wir haben ja noch diese kleine Arznei, die wir selber zusammenstellen können. Da müssen wir jetzt auch noch einmal bei. Pushen die einmal kurz. Und bei den Flaschen... Ja. Okay, haben wir nicht. Warte. Flaschenauffüllung verteilen. Ich würde tatsächlich den hier machen. Jetzt, wo wir mehr Magie nutzen, ist das wahrscheinlich nicht verkehrt. So, dann Arzneimischung. Aktuell haben wir eine purpurrote Kristallträne drin und eine grüne Kristallträne. Was wohl
Sinn machen würde, wäre die gesprungene Dornenträne. Habe ich die? Kristallträne, Opalträne. Gesprungene Magie. Habe ich nicht. Ich habe nur die Stachelträne. Schade. Wir bräuchten die gesprungene Dornenträne. Plus vielleicht den Opal. Die opalene verhärtete Träne. Beziehungsweise die Geschickknoten Kristallträne. Haben wir alles noch. Doch, da. Die Geschickknoten Kristallträne haben wir schon mal. Die können wir schon mal da reinballern. Kurzzeitig Geschicksschub, nicht verkehrt. Vor allem bei unserer Waffe. Und hier wäre jetzt natürlich, was haben wir denn da momentan? Regeneriert die Hälfte der gesamten LP. Ja gut, ist nicht verkehrt. Nehmen wir das erstmal. Dann soll es das erstmal gewesen sein. So, dann sind wir jetzt eigentlich soweit durch. Uns fehlen halt noch ein paar Talismänner. Da ist zum einen vor allen Dingen auch Melissens Prothese mit am Start, die noch fehlt. Jo, aber jetzt können wir eigentlich loslegen. Ich muss mal schauen, was wir noch machen müssen. Was haben wir denn noch auf der Liste? Ja, eigentlich können wir jetzt in die Hauptstadt gehen, in den Kerker. Da müssen wir da, wo wir Mock das Mal umgehauen haben, da müssen wir nochmal auf sein Tresen da ballern. Und dann haben wir noch den Typen mit seinem Blutgedönse. Wo wird denn das gewesen sein? Katakomben, unterirdische Straße, Tiefen der Verlorenen. Straßenbalkon, untere Hauptstadt, westliche Hauptstadt, Wall. Tja, ich denke mal, das werden die Katakomben von Lindell gewesen sein. Ja, gehen wir da mal hin. Wir gucken einfach mal. Wenn wir jetzt draufgehen und so, ist auch egal. Also es könnte sein, wie gesagt, dass es jetzt erstmal ein bisschen interessant wird bei mir. Ich glaube, hier war das aber. Jetzt einfach runtergehen und da haben wir den noch umgenölzt. Und hier soll wohl noch was sein. Wenn man da hinhaut, wo... Ist es das? Nee. Nee, das ist es nicht. Das war so eine normale Katakombe. Okay, nee, das war... Oder war es das? Nee. Irgendwo unten war doch so eine Art Kirche oder sowas. Und da haben wir ja Mock das Mal weggemeldet. Und der hatte da hinten so einen Ort, an dem er sich wohlgefühlt hat. Dann gehen wir nochmal zurück. Das war hier nicht. Aber wo war das? Ich laufe jetzt einfach unten ein bisschen rum und dann... Okay, mal sehen. Zieh mal bitte den Hebel. Zieh den Hebel, Fuchs. So ist fein. Und hoch. Können wir aus den Katakomben erstmal wieder rausfahren. Und dann schauen wir uns mal um. Hier waren wir, ich erinnere mich. Ihr seht, normalen Schaden mache ich jetzt gar nicht mehr so viel. Das ist eigentlich immer eine Powerskistense. Das wird der Weg sein. Klingt, als würde irgendjemand magisch hier rummagierisieren. Da ist ein Dicker, hallo. Dankeschön, weitermachen. Hier musste man, glaube ich, dann hier hinten gleich... Oh, da kommt immer, die kommen immer wieder, bis man irgendwas macht. Hier musste man rechter Hand hoch, genau. Na, warte. Vielleicht müssen wir erst... Aua. Vielleicht müssen wir erst den Hebel einmal ziehen. Dann geht da auch wieder die... Lappe auf, guck mal. Ach, hier waren wir auch noch. Hallo. Bruder, entspannt bleiben bitte. Warte doch mal. Alter, ich komme hier nichts dazu, was zu machen. Und ich habe hier den falschen Knopf gedrückt. Oh. Ich werde draufgehen, Bruder. Ich werde draufgehen. Ja, sag ich doch.
Lol. Kacke. Damit habe ich jetzt leider einfach echt nicht gerechnet. Scheiße. Und dann habe ich wieder den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte eigentlich mit meinem Superangriff angreifen, aber verkackt. Na gut. Das wird noch witzig. Wir sind jetzt auch nicht mehr so stabil, das muss man sagen. Wir halten nicht mehr ganz so viel aus wie vorher. Toll. Darf ich den ganzen Kack nochmal gehen? Wäre richtig nervig. Ich will meine... Na gut, ich habe jetzt nicht so viel Seelen verloren, aber ich muss da ja eh lang. Außerdem war da noch ein Item. Ein Item. Ja gut, dann machen wir das nochmal. Hat auch Spaß gemacht. Zack, Hebel ziehen. Hier waren wir ja letztes Mal gemeinsam unterwegs. Das hat die Sache ein bisschen angenehmer gemacht, das gebe ich zu. Ah, wir schaffen das auch solo. Ich bin gespannt. Kann ich euch alle wegignorieren? Geht das? Ja, das sind ja nur so Armbrust-Dullis. Ich ignoriere die mal weg. Den dicken ignoriere ich auch mal weg. Ist das jetzt noch offen hier? Ja, sehr gut. Oh, lol. Ist auch noch die falsche Waffe ausgerüstet. Die krasse aus. Hat aber trotzdem funktioniert. Ich hab's falsch rum. Lol, ey. Na, komm her, Digga. Traust dich nicht, ne? Hier gehst du nämlich nicht raus. Okay, so erstmal Runen einsammeln. Gut, war jetzt gar nicht so blöd, aber das war falsch rum. Ich will den mit dem tauschen. Dankeschön. Aber guck mal, selbst das geht jetzt schnell, ne? Also, auch das kann man jetzt relativ zügig machen. Hier, ziehen wir mal dran. Damit öffnen wir ein weiteres Shortcut. So, und hier muss irgendwo auch der Ort sein, wo dieser Vergammelte rumeiert. Mach mal Licht an, ist ein bisschen dunkel hier drin, ne? Dieser Gammelige, erinnert euch noch. Dieser Typ, der meint, er ist, geht das hier hin? Vorsicht vor starker Feind. Vorsicht vor links. Links. Tschüss, oh, vorsichtig. Los nicht. Jetzt ist die Frage, wo finde ich jetzt den Typen? Ich glaube, der wird oben sein. Also ich glaube, der ist nicht unten. Das, hier oben sind wir ja rumgelaufen und da war ich wohl an irgendeiner Tür, die uns zu dem Dude führt, der hier irgendwo verrottet und dessen Körper wir umbringen sollen. Das soll wohl irgendwo hier sein. Was ist das jetzt wieder? Achso, das ist auch nur ein Blutfleck. So, die Sache ist die, wir wollen uns jetzt nicht mit zweien auf einmal anlegen. Das muss wirklich nicht sein. Ich warte mal, bis der eine sich da wieder dreht. Und dann gucken wir mal, weil der kommt nämlich jetzt hier schön nah. Der kommt wahrscheinlich auch gleich hierher. Dann machen wir den erstmal weg. Und dann kümmern wir uns um den anderen. Und so arbeiten wir uns hier mal vorsichtig durch diese Katakomben. Und schauen mal. Den Bogen eben noch? Guck mal hier, dann können wir doch einmal den hier machen. Ne, warte. Okay, geht irgendwie nicht. Ach, scheiß drauf. Bin zu dumm. Moin Bruder, ich bin's, Blaufuchsbanorme. Ich muss dich jetzt leider wegmachen, das nützt nichts. Wenn ich den richtigen Knopf drücken würde. Leider bin ich dazu dumm zu und drücke die ganze Zeit den falschen Knopf, was echt lebensgefährlich ist hier momentan. Unglaublich. Was ist denn da los bei mir? So, hier der nächste Dicke und los. Direkt drauf. Oh. Schnell, bevor der durchrastet hier. Jo, einmal heilen, danke. Füllen wir einmal wieder auf den Apparat und weiter geht's. Ist jetzt hier irgendwo eine Tür, die abgeschlossen ist? War das hier oben? Fragen über Fragen. Wo sind wir hier? Komm mal, Stansen. Nö, 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 nö. Hier war das, glaube ich, nicht. Nee. Ah, ich weiß es halt nicht so genau, ne? Ich höre auf jeden Fall noch irgendwas Wertvolles irgendwo. Es könnte halt ganz unten sein, das ist möglich, da waren wir ja schon mal. Aber damals auch nur mit Biegen und Brechen. Aber ich glaube, das war hier oben irgendwo. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, so eine Tür.
Hallo. Oh, weg, weg, weg. So, weg ist er. Okay. Parieren versuchen. Ja, gute Idee eigentlich. So, wo mag diese Tür sein? War die da unten? Oh lol, da sind zwei von den Dudes. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu krass. Ich gehe mal in Schleichmodus und versuche mich nicht entdecken zu lassen. Ist da drin noch einer? Wie wir ja gelernt haben, man muss nicht immer gegen alles kämpfen. Tja, jetzt sind wir wieder hier. Ich habe halt keine Ahnung, wo der Typ ist. Ich weiß auch nicht, wo Mok das Mal ist. Wo war das? Wo war der Gute? Fragen über Fragen, meine Lieben. Müsste man hier runter? Ja, ne? Ganz vorsichtig. Du, wir gehen einfach ein bisschen rum. Quäset nicht mehr. Moin, ich wollte nicht stören, aber dürfte ich etwas erfahren? Ist das Eis vegan? Hallo? Ich sehe schon wieder so eine Kackblume, kriege wieder das Kotzen. Ihr erinnert euch noch, hier war der Typ mit seiner dicken Kanone, mit dieser Fieswaffe, wo er einfach durch die Wände geballert hat. Nicht die feine englische Art, muss man ganz klar sagen. Blumen, hallo. Ich habe gerade richtig keinen Bock, Mann, ernsthaft. Ich habe keine Ahnung, wo ich langlaufe, ich laufe hier einfach nur rum. In der Hoffnung, vielleicht zufälligerweise den richtigen Weg zu finden, das kann nicht mit Erfolg gekrönt sein. Und wegrollen, wegrollen, wegrollen. Wir wissen das alle, dass das nicht klappen kann. Wie auch. Aber egal, hallo. Geh mal weg da mit deinem Scheiß. Moin, ich dachte erst, es wäre eine wichtige Person, aber nein, ist einfach nur ein Irrer. Ist noch einer, hallo. Ey, ey, ganz entspannt bitte. Nicht hauen, nicht hauen, nicht hauen. Hier geht's jetzt auch wieder runter. Ich habe mich inzwischen komplett verlaufen. Brauchen wir nicht drüber reden, ne? Ihr wisst es, ich weiß es, wir alle wissen es. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Dann war doch gleich der Dicke, oder nicht? Hier war doch dieser eine Boss, den wir mal platt gemacht haben. Ich muss nicht gegen euch kämpfen, kann auch ruhig entspannt bleiben. Geht's jetzt hier hin? Das sieht ja nach Gefängnis aus. Vielleicht bin ich hier richtig. Ich kann mich nicht erinnern, jemals mit diesem Fahrstuhl gefahren zu sein. Aber das heißt nichts. Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, hier ist dieses Mok das Mal-Teil. Rasten wir mal kurz hier. Ist ja egal, ob die Gegner jetzt wieder zurückkommen. Aber ich glaube, hier sind wir richtig. Wenn wir jetzt weitergehen, dann kommt, glaube ich, der große Raum. Dann kommt, glaube ich, der große Raum, wo wir gegen den Typen gekämpft haben. Sieht aber jetzt wieder aus wie diese Katakombe. Nee, das ist das. Hier durch, geradeaus und dann müsste das sein. Ja, ja, hier sind wir richtig. Geil, ich habe das echt gefunden. Wie auch immer das geklappt hat. Bin nur random reingerannt, aber es hat funktioniert. So, und hier soll jetzt noch irgendwas sein. Nicht nur, dass ich offensichtlich den Ort der Gnade nicht eingesäckelt habe oder vergessen habe, wie der heißt. Man kann da wohl noch irgendwo draufhauen und dann passiert irgendwie was. Wenn ich das jetzt nicht verwechsle mit... Ich glaube, ich verwechsel das.
Nee, ich verwechsel's doch nicht. Neisomat, Alter, da musst du auch erstmal drauf. Und jetzt kräht der Hahn. Ist es fies oder ist es fies? Er ist richtig fies. Ja, dann, meine Lieben, machen wir doch hier an dieser wunderschönen Stelle einen kleinen, gemütlichen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bei den Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.